Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners, natürlich mit Leon. Und mit Paddy. Und mit dem Andi von Whisky und Vinyl, hi. Ah, genau. Tachchen, Tachchen. Bin ich euer erster Gast eigentlich? Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Wow. Ja. Du bist unser erster Gast. Vielen Dank dafür. Das ist die erste Crossover Collaboration Celebration. Und wir haben uns natürlich extra für dich direkt mal einen neuen Hintergrund gekauft. Genau. Flaschen ohne Ende. Ist beeindruckend, kannst du nicht meckern. So wie sie es gehört, ich glaube, wir bleiben einfach jetzt hier. Wir wohnen jetzt auch hier. Erstmal so ganz easy, so, da kann man mal so ein Yamazaki einfach hier so aus dem wo ist eigentlich hier? Wir sind bei St. Kilian. Wir sind heute zu Gast bei St. Kilian, wurden eingeladen. Sehr coole Aktion geplant und organisiert von Whisky Jason. Eine sehr, sehr coole Aktion. Vielen Dank dafür, Jason. Ja. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ganz viele YouTube-Videos, checkt sie aus. Ja, Mann. Ansonsten. Er hat sie alle gehabt. Er hat sie alle gehabt. Er hat sie alle gehabt. Link packen wir euch in die Beschreibung, bin ich mir sicher. Genau, auf jeden Fall. Wenn wir dran denken. Ich hab's ja gerade gesagt. Also ja, genau, richtig. Jetzt genau. Müssen wir es machen. Editoring, viel Spaß. Paddy, du hast doch mal die Flasche. Ja, ich mach mal die Flasche auf. Ich erzähle mal, was wir trinken. Wir trinken heute einen Old Balantrin. What the hell is Old Balantrin? Nobody knows. Es ist keine Brennerei. Old Balantrin ist ein Kunstname, ein Markenname. Und es ist ein rauchiger Whisky von der Tom & Tool Distillery. Also ein rauchiger Speyside Whisky. Relativ ungewöhnlich. Nicht nur, weil er rauchig ist, hat 50 Volumenprozente, ist unchill filtert. Keine Sorge, ich bin Profi. Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist ja ausgestattet. Paddy muss wieder sein Messer rausholen, um hier Whisky klar zu machen. Ja, aber wenn du dir die Fingernägel so kurz machst wie ich, dann kriegst du sowas nicht ab. Ich kann ja manchmal nicht mal eine Münze vom Tisch aufheben. Genau, du hast ja auch erst heute Morgen erfahren, was heute hier stattfindet. Stimmt. Ja. Das ist geil. Endlich wirst du auch mal ein bisschen gebasht. Ja, natürlich. Also, ja. Normalerweise bin ich mit. Ey, gut. Ja, richtig. Genau. Zum Glück, dass du heute Backup hast. Ne? Ja. Nach der Kamera gibt es wieder was. Tom & Tool, ansonsten eine Brennerei, die sich selbst The Gentle Dram nennt, also einen leichten, milden Whisky. Dementsprechend ein richtig smoother Whisky mit einem rauchigen Hintergrund. Wir gucken jetzt mal, was der ansonsten erzählt, wenn so, er eben... Den Gast zuerst. Genau. Ne? Wenn er richtig Druck hat. Ich sag mal noch nicht so viel dazu, weil ihr beide kennt ihn noch nicht, oder? Ich kenne den. Du kennst ihn? Ich kenne den 10-Jährigen definitiv nicht, den Standard kenne ich. Okay. Bin auch Tom & Tool Fan, aber tatsächlich nicht zwingend von den rauchigen. Okay, Deswegen bin ich sehr gespannt. Ist gut. Ja, interessant, weil bei mir ist genau andersrum. Ich mag die nicht rauchigen Tom & Tools in der Regel nicht und mag die rauchigen. Deswegen schauen wir uns mal an, was der so drauf hat. Machen wir mal. Ne? Und wir schnuppern mal und dann fragen wir dich noch ein bisschen aus, was du so machst. Ich stehe hier und trinke Schnaps. Genau, was machst du denn so heute noch? Das machen wir auch. Irgendwo anders stehen und noch mehr Schnaps trinken wahrscheinlich. Auch nicht schlecht. So, was riechen wir? Was riechen wir? Mm. Ich rieche Salz, Sole, ja, Rauch. Stimmt, ja. Aber sowas von salzig gerade. Und an die Eiler-Fans da draußen, wenn ihr mal nicht Eiler-Whisky haben wollt, mit dem ihr mal eure Eiler-Kollegen flachsen wollt, das ist der richtige. Den hatte ich im Blind-Tasting und den haben alle straight für einen Eiler-Whisky gehalten. Würde ich eben genau das, was Paddy gerade gesagt hat. Ja. Der riecht in der Nase sehr maritim, sehr salzig. Ja. Der Rauch ist eben sehr, der Rauch ist sehr maritim, finde ich. Wobei ich finde, das haben sie bei dem P.T. Tang heißt da, glaube ich, ja auch ein bisschen. Genau. Zwar nicht ganz so salzig, finde ich, aber da habe ich immer so ein bisschen so Alge oder sowas in mir im Hinterkopf, so bei dem P.T. Tang. Wenn du mir jetzt sagen würdest, das wäre ein Kaida, würde ich es glauben. Ja. Weißt du, was ich meine? Algen hätte ich ihm auch gegeben. Ja, weil der hat süß, rauchig, ja. Salzig, ja. Algen, klar. Genau. Und das wäre für mich, also wenn du jetzt sagen würdest, das ist ein unabhängig abgefüllter Kaida, hätte ich dir sofort abgekauft. Ist ein bisschen wie diese, wie heißt das, die Sushi-Blätter. Ja, ja. Die gepressten Sushi-Blätter. Ja, ja, genau, ich weiß. Wie heißen die denn? Weiß ich nicht. Ihr wisst, wie die heißen, ihr esst alle Sushi. Genau. Sushi, ich sag mal Sushi dazu. Um Sushi-Esser zu stressen damit. Also ich habe Bock, den zu trinken gerade, weil der einfach attraktiv schöne Nase, ja. Wie viel Volumen hat denn der? 50 auch wie der andere? 50 Volumenprozente, genau. Mhm. Also auch schön Druck. Mhm. Den P.T. Tang, das war so als der damals rauskam, mit ungefähr 25 Euro und unglaublich guter Preis-Leistungs-Whisky. Leider ist er mittlerweile bei 30. Damit ist er für mich nicht mehr ganz so super im Preis-Leistungs-Verhältnis, aber immer noch eine schöne Sache, wenn man mal einen Raucher außerhalb von Eiler sucht, sag ich mal. Ein Raucher außerhalb von Eiler, mhm. Okay, ja, in dem Sinne. Ne? Mal abbeißen. Schön, Mama. Machen wir. Cheers. Slange. Slange. Asche. Vanille. Asche. Weißt du, als wenn du gleichzeitig in den Lagerfeuer mampfst und danach so einen Löffel Puderzucker. Creme Brûlée. Also ich wollte gerade Vanilleeis sagen, aber wir sind alle beisammen. Vanilleeis, Creme Brûlée, wobei Vanille,
wie heißt Zuckerwatte. Das? Zuckerwatte, genau. Zuckerwatte. Perfekt, ja, ja. Danke. Genau. Mhm. Vanille, Zuckerwatte. So ein bisschen angekugelt, Marshmallow. Genau, ja, genau. Ja, das, auch das. Und jetzt bin ich auch wie du bei Cool Island tatsächlich. Ja. Also ich hab, ja, ne? Ich weiß noch, ich habe mal einen gehabt, das war ein Gordon McPhail, ein Unabhängiger, den hatte ich auch beschrieben, als wie so eine Vanilleeiskugel, die dir dann so in die kalte Lagerfeuerasche fällt. Mhm. So. Das hat er auch, ne? Aber Zuckerwatte ist auch gut, tatsächlich. Ja, jetzt können wir mal gucken, was uns die Tasting Notes offiziell erzählen. Gently spices with smoky peat reek, delicious balanced with a sweeter creamy core. Ja, okay. Mhm. Palate, some gentle peaty smokiness. Mhm. What? Equipped with a sweet, creamy, malty backbone. Okay, vergessen wir es. Okay. Ja, also läuft. Aber... Beste Tasting Notes ever vorgelesen. What are the Tasting Notes hier? Ich habe noch nie ein Wort auf einem Tasting Note gelesen, das ich komplett nicht aussprechen konnte. Aber das ist, was ich gerade... Das hier... Equipoist? Equipoist? Also Poist, wie sieht aus wie Poison? Aber ich frage dich jetzt mal, was machst du denn, wenn du nicht gerade vor der Kamera Whisky trinkst? Beziehungsweise, wie bist du dazu gekommen? Whisky und Vinyl, also... Also, na, Whisky und Vinyl mache ich ja nicht alleine, mache ich immer mit David zusammen. Hallo David. Genau. Hallo David, schade, dass du nicht da bist. Ja, schade, echt schade. Besuch uns in Bremen. Genau, wir machen seit 2016 machen wir diesen komischen Blog-Kram, haben 2018 angefangen mit Videos. Und Whisky und Vinyl letztendlich versuchen wir zu jedem, also so Whisky und Musik einfach zusammenzubringen generell. Geil. David ist Musiker, er macht halt auch selber Musik. Schaut mal unter Will Jalber. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir genau vorstellen, wie man schreibt, genau. Wenn ich Will Jalber sage, weil es wieder sofort Will Jalber. Schaut gerne mal rein. Ich habe eine ganze Zeit lang in Berlin, also fast 15 Jahre, habe ich als DJ gearbeitet, nebenbei noch. Und dann haben wir zusammen bei einem, Unternehmen gearbeitet, eher in der Grafik, ich so ein bisschen im Marketing drin und in der Kaffeeküche hat man irgendwann festgestellt, wow, wir mögen beide Whisky, wir haben irgendwie beide so eine Verbindung zur Musik, da kann man doch was mitmachen. Geil. So. Und so entstand es tatsächlich. Und dann war halt die Idee geboren, fing damit an, dass wir im privaten Rahmen so mit zwei anderen Freundinnen zusammen uns einmal im Monat getroffen haben. Jeder hat eine Flasche Whisky mitgebracht, jeder hat eine Vinyl mitgebracht. Und hat dann quasi sein Whisky vorgestellt, seine Vinyl vorgestellt und dann saß man halt da und hat halt über beides gesprochen. Und genau, so machen wir das auch, wenn wir selber Tastings geben. Das heißt, bei uns gibt es in der Regel immer 6 Whiskys und dann eben auch 6 Platten dazu zu jedem Whisky. Und wir stellen immer beides zusammen vor und lassen auch immer mal ein bisschen Raum, dass man beides für sich genießen kann oder dass wir permanent reinplappern. So auf Blog, YouTube etc. kommt Musik ein bisschen zu kurz, aber das ist einfach so eine Zeitfrage. Wir würden auch gerne mehr Platten-Reviews oder überhaupt welche machen, aber ist einfach so ein Zeitding, wenn du damit dein Brot nicht verdienst. Letztendlich. Ja, absolut. Ich glaube, in dem YouTube-Bereich seid ihr, also meines Wissens, auch so mit die Einzigen, die auch tatsächlich Tastings veranstalten, weil das machen wir ja auch. Wir veranstalten ja auch Tastings, aber tatsächlich nicht mit diesem Vinyl-Charakter, sondern meistens mit einem intellektuellen Charakter, weil wir halt immer nicht frontal... Nicht so blöd wie wir. Nein, das nicht. So meine ich das gar nicht, sondern wir machen immer frontal Unterricht, was ist Whisky und wie wird ein Whisky hergestellt. So, ist auch Quatsch, aber es sind meistens immer sehr lustige Tastings, jedenfalls finde ich die immer sehr lustig. Ich muss mir sich das vorstellen, als wenn man halt so live beim YouTube-Video dabei ist. Nur, dass es halt Whisky gibt von uns. Ja. Wenn du jetzt eine Musikrichtung oder vielleicht einen Song... Hast du schon darauf geantwortet? Ja. Nö, ich habe noch keine Idee, aber ich wusste, dass es kommt. Ja, aber ich dachte mir gerade... Gibst du mir Raum bis zum Ende des Videos und wir quatschen über was anderes? Ja, gerne. Wir können genau. Denk doch mal drüber nach, mit welcher Musik du das verbinden würdest. Okay. Und ich denke auch mal drüber nach, weil ich bin auch sehr musikbegeistert. Ich muss sagen, ich würde dem direkt irgendwie eine relativ, also eine rauchige Männerstimme geben, irgendwas Tiefes. Vielleicht nicht ganz so heftig wie Tom Waits oder Johnny Cash, aber schon so die Richtung irgendwie vom Bauchgefühl her. Aber gut. Er ist halt ein bisschen heller, deswegen vielleicht so ein bisschen was ein jüngerer Typ, keine Ahnung. Aber vielleicht so ein Barry White oder so? Tatsächlich hatte ich sowas im Kopf. Tiefe, also sexy auch Stimme, gerade, weißt du? Oder bei einer... Oder bei einer ich würde fast sagen, kompletter Kontrast dazu. Und ich habe gerade eine Jazzsängerin im Kopf, die heißt Melody Gardot. Ganz tolle Künstlerin. Googelt die auch unbedingt mal, macht richtig tolles Zeug. Ist, glaube ich, oh Gott, wie alt die ist, weiß ich gar nicht. Die ist so, ohne zu wissen, wie alt ihr seid, sage ich mal so grob unser Alter, vielleicht ein bisschen älter. Und die macht richtig tolle Jazzmusik, sitzt selber am Flügel dabei und hat eine unfassbar schöne Stimme und auch eine sehr tragische Story, weil Melody Gardot hatte mal einen
Unfall, der sehr, sehr kritisch war, und die hat im Krankenhaus dann so die Musik für sich entdeckt und hat angefangen, Musik im Krankenhaus zu schreiben. Und darauf baut sich dann ihre Karriere danach auf. Die ist auch, ich glaube, also nicht ganz blind, aber sehr sehträchtig eingeschränkt. Sehr eingeschränkt tatsächlich, was das angeht, aber hat unfassbar viel transportiert, so viel Gefühl mit ihrer Musik. Das ist richtig schön. Ja. Und es ist ein toller Kontrast dazu, weil es halt, ich sag mal, durch ihre echt schöne, weiche Stimme ist es zudem, ich meine, der hat ja schon Kraft und hat ein bisschen was sehr Dreckiges drin. Ja, stimmt, ja. Es ist halt ein echt schöner Kontrast, der, glaube ich, auch gut funktionieren kann. Ja, ich weiß, ja, kaufe ich ja, bin ich voll bei dir. Finde ich eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Da sieht man halt Whisky und Vinyl, genau, ja, die haben es drauf. Ja, wenn ihr mal Bock habt auf Kombination Whisky und Musik, checkt auf jeden Fall den Kanal aus. Ja, schreibe auch unten in die Shownotes. In die Shownotes, ich hoffe, dass ich... Ja, du musst einen Nackenklatscher geben. Ich gebe dir auf jeden Fall einen Nackenklatscher geben. Ihr seid based in Berlin, ne? Korrekt. Denn wenn ihr in Berlin seid, auf jeden Fall die Tastings auschecken von Whisky und Menü. Wenn ihr in Bremen oder Hamburg seid, könnt ihr zu mir im Paddy kommen. Richtig. Und zu vielen anderen natürlich. Genau. Aber ich würde sagen, wir belassen es mal dabei, sonst treten wir wieder durch den Tisch mit YouTube-Zeit und so. Ne? Richtig. Da sind wir Experten drin. Wir haben auch noch mehr Schnaps zu trinken heute. Genau, richtig, also wir haben noch was vor, wir müssen noch hart arbeiten. Hart arbeiten heute. Von daher würde ich mal sagen, mach's gut. Abonniert uns, klickt die Bimmel, kommt in den Bimmel-Lim-Club. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr gerne an Musik hört, wenn ihr Whisky trinkt. Guter Punkt, gute Idee. Besucht uns auf Instagram und wo wir nicht überall rumhängen, auf Facebook und sowas, stalkt uns im richtigen Leben, das würde ich auf jeden Fall mal lustig finden. Und ja, ansonsten sagen wir halt wie immer, Bis später. Cheers. Cheers. Danke. Kannst du einfach mal Whisky und Vinyl ausfangen, was Whisky und Vinyl alles macht. Ob die scratchen oder nicht scratchen. Genau. Das kommt dann wieder in die Outtakes. Okay. Peinlich. Sehr gut.